ich muss das fragen, dieses Zeug. Die Hefe und das Silikon. Wozu ich das brauche? Die Waffe, an der ich arbeite, ist ein Virozid. Ich will den Virus, der die Mutation auslöst, isolieren und zerstören. Okay. Was fragen? Nach dieser Nacht in Farewell, was ist? Ich meine, wie seid ihr entkommen? Naja, das war echt ziemlich knapp. Als die Cops weg waren, fingen die Leute, also die noch lebten, an, Straßensperren zu bauen und alle abzuknallen. Irgendwie schafften wir es zu diesem Flüchtlingslager. Ah, wir dachten, du wartest auf uns, aber wie gesagt, es war weg. Und in anderen Lagern das Gleiche. Keine Überlebenden, alles daran. Also, in nur einer einzigen Woche wurde das Tal zur Kriegszone. Die Leute töteten, um an Essen zu kommen. Und manchmal töteten sie auch völlig grundlos. Hätten Boozer und ich nicht zusammengehalten, wir hätten es nicht geschafft. Warte, Boozer, er lebt? Wo ist er? Was ist mit ihm passiert? Ja, er lebt, aber er ist in einem Camp im Norden. Er kann nicht mehr fahren, weil er einen Arm verloren hat. Aber er lebt. Ich bin so froh, dass er lebt. Es tut mir leid, ich hätte früher nach ihm fragen sollen. Das ist alles gut. Okay, ich bin dran. Hör zu, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber dieser Abend in Farewell, mein Mongrels Ring, hast du ihn noch? Deacon, es tut mir leid. Richtlinie des Colonels. Sie konfiszieren deinen Schmuck, wenn du ins Camp einziehst. Sie schmelzen das Gold und Silber ein für Weavers Projekt oder was auch immer. Ich hab gar nicht mehr daran gedacht. Es tut mir wirklich leid. Nein, mach dir nichts draus. Keine Ahnung, ich hab nur laut gedacht. Unwichtig. Hier, ich glaube, das ist es. Warst du schon mal hier? Einmal, bevor... Du weißt schon. Berufsinfo. Ich sollte einen Vortrag über aufregende Berufe in der Biochemie halten. Gott. Was? Gar nichts nur. Ich hätte lieber darüber reden sollen, wie man den Weltuntergang überlebt. Na los. Wie sollen wir da durchkommen? Versuchen wir es außenrum? Nein, warte, ich kann dich hochheben. Bist du bereit? Ja. Geht's? Ich hab's. Hier, Vorsicht, Kopf. Alles klar. Scheiße, was ist hier passiert? Das hier war eins der ersten Camps. Es wurde aufgebaut, bevor man wusste, dass die Horden die Highways so lieben. Als ich herkam, war es längst ausgelöscht. Dieser ganze Ort muss vor Freaks nur so wimmeln. Ja. Weißt du, wo wir hin müssen? Wie gesagt, ich war nur einmal hier. Aber das Forschungsgebäude müsste dort sein. Da kann ich was draus machen. Ich komme schon.
Krabbler. Okay. Oh, Moment mal. Was ist? Ich will lieber kein Aufsehen erregen. Wer weiß, was da drin ist? Oh, wir wissen, was drin ist. Verdammte Krabbler. Komm, wir gehen außen rum. Hier kommen wir nicht hoch. Nein. Wer auch immer hier gelebt hat, hat alles ziemlich gut verrammelt. Wie wäre es hier durch? Die Tür ist verschlossen, aber nicht verrammelt. Kriegst du sie auf? Ich versuch's mal. Ich glaube, ich könnte das. So. Das war's. Hier durch. Sieht gut aus. Komme. Hier, pack mal mit an. Moment, okay. Okay, bereit? Schieb! Okay. Bist du bereit? Los geht's. Los, zurück, zurück. Wir finden einen anderen Weg. Nein, warte, warte mal. Wir schaffen das. Was? Wir schaffen das. Wenn wir beide da rausgehen, locken wir sie nur alle zueinander. Also, warte mal kurz. Was, wenn du da oben raufsteigst und mir dann von da Deckung gibst? Du übernimmst die Streuner, ich erledige den Rest. Bist du ganz sicher? Ja, ja, ja. Ich mach das andauernd. Du darfst nur nicht aufhören zu schießen, okay? Deacon. Wenn ich durch bin, machst du hier zu. Okay. Nein, das wirst du nicht! Komm schon, das packen wir! Komm schon, ihr Dreckskerle! Mach sie fertig! Ja, komm weiter. Alles sauber. Brauche ich. Alles okay? Mann, das war echt ein bisschen zu knapp. Na, die hatten keine Chance. Der Lärm wird noch mehr anlocken. Ja. Ja, aber dann sind wir längst weg. Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Die haben hier alles verbarrikadiert. Sehen wir mal, ob irgendwo ein Loch in den Wänden ist zum Hochklettern. Okay, ich sehe mich hier um. Ist da was? Nein. Ein offenes Fenster. Ich komme. Geht das? Ja. Ja, alles klar. Moment, ich suche was für dich. Sarah? Warte. Ich suche was, das ich runterwerfen kann. Oh, Scheiße. Nein, Deacon! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Einfach was zum Hochklettern für mich! Dabei. Deacon, hier! Oh Gott, warum lachen wir? Ich weiß nicht. Weißt du,
Du wolltest mich doch immer überreden, wieder zur Schule zu gehen. Oh, na ja. Jetzt hast du es endlich geschafft. Besser spät als nie. Oh, okay. Danke. Bereit? Mhm. Dann los. Okay. Hier, diesmal gehe ich zuerst. Ja, Ma'am. Wie Sie wünschen. Wie nach einem Bombenangriff hier. Ja, vielleicht war es einer. Na los, ich glaube, hier geht es rein. Fest verriegelt. Oh, die Tür klemmt. Ja, das Nein, geht ja. schon. Ich schaff das. Siehst du? Siehst du? Wie gesagt, ich schaff das. Ja, ja. Sehr gut. Danke. Also, wie dringend brauchst du dieses Gerät? Komm schon, wir haben es fast. Wir werden jetzt nicht aufgeben. Ich frag ja nur. Also die Freaks reingekommen. Da könnte wohl jemand nicht einparken. Die Luft ist rein. Shit. Mehr Barrikaden und zwar überall. Check die Gebäude. Ich sehe das Forschungsgebäude da drüben. Wir müssen einfach durch die Barrikaden. Komm schon, hier nach. Komme. Shit, geht nicht auf. Ja, ich komme. Lass uns zusammenbleiben. Ja, ich bin gleich da. Offenes Fenster. Okay. Hier, ich heb dich wieder hoch. Aber diesmal... Finde ich schneller was, wo du hochklettern kannst. Ja, ganz genau. Okay. Gut, warte. Hey, und versuch diesmal keine Schwärme anzulocken, ja? Na sicher, klar. Ich werde es versuchen. Sarah! Sarah! Verdammt, nein! Oh, verfluchter Dreckskerl, nein! Wie? Weg von mir! Sarah, halt durch! Komm schon, komm schon! Oh nein, 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 nein! Oh, Sarah, verdammt, Sarah! 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 Nein, verdammt, nein! Sarah!
Sarah! Wo bist du? Komm schon, antworte mir! Wenn hier irgendwas passiert ist. Sarah! Ich werde jeden Einzelnen von euch umbringen. Sarah! Antworte mir! Hey. Oh mein Gott. Es waren so viele. Es hörte nicht auf. Ich konnte okay, nicht. Alles gut, alles gut. Du bist okay. Hey. Komm schon. Mir geht's gut. Komm, wir sind fast da. Das Wissenschaftsgebäude. Ja, sieht so aus, als hätten sie die Hütte von innen komplett dicht gemacht. Komm, es muss einen Weg reingeben. Bist du auch wirklich okay? Ja, war nicht mein erster Freak. Ich weiß, aber... Die kennen alles gut. Gehen wir. Die Tür da, kriegen wir sie auf? Nein, sie ist von innen blockiert. Gehen wir mal außen rum. Es muss irgendwo reingehen. Ich sagte doch, irgendwer hat sie von innen blockiert. Ein Versuch war's wert. Lass uns zusammenbleiben. Ja, ich bin gleich da. Hey, schon okay. Wir finden schon. Verriegelt wie alle anderen. Warte mal eine Sekunde. Das sind Krabbler. Sie sind da drin. Da sind Krabbler drin. Das heißt, man kommt irgendwie über das Dach rein. Los, komm. Los, hier ist das Dach niedriger. Ja, wir müssen nur irgendwie darauf. Komme. Sarah, hier. Hilf mir beim Schieben. Damit kommen wir da hoch. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, schieb! Ist
das weit genug? Ja, ja, Moment. Geht das? Ja. Okay, pass auf. Krabbler können ziemlich ungemütlich werden, wenn man sie stört. Ich wünschte mir, wir müssten die kleinen Scheißer nicht töten. Was meinst du? Sie erinnern mich an dieses Mädchen. Das dich niedergestochen hat? Sie wusste doch nicht, was sie tat. Das wissen die alle nicht. Töten werden sie dich trotzdem. Ja, ich weiß. Vorsicht! Ich hab sie! Das war der Letzte. Spaß. Was, Krabbler töten? Nein, aber ich meine, du musst zugeben, die sind echt ziemlich nervig. Hast du recht. Hier, gib mir deine Hand. Okay. Vorsicht! Langsam. Geht schon. Okay. Vorsicht. Oh, die sind nicht nur nervig, die stinken auch tierisch. Ja, leb du mal 2 Jahre wie sie. Wer weiß, wie du riechen würdest. Nein, danke. Wo müssen wir hin? Die Türen. Eine davon führt in ein Labor oder in den Hörsaal. Die Zentrifuge muss hier irgendwo sein. Ich kapier's nicht. Keine Einschusslöcher, keine Hinweise auf einen Angriff. Schierling. Heilige Scheiße. Hier drüben. Ist das die Zentrifuge, die du gesucht hast? Ja, das ist sie. Na los. Okay. Oh, Scheiße. Was ist los? Ich hätte das Bike wohl besser verstecken sollen. Okay. Na los. Bleib hier, Kopf runter. Gute Idee. Du bist stark. Jetzt. Jemand wurde getroffen. Vorsicht. Ich sehe sie. Die kennt zurück. Ja, okay. Lass die das machen. Ich glaube, sicherer wird's nicht. Los, Bewegung. Okay. Yes.
Ja, kapiert. Grabler. Ah, verdammt. Hast du noch Munition? Sie ausräuchern. Alles klar. Weg hier. Okay. Okay. Da sind noch mehr. Viel mehr. Wir müssen sie erledigen, sonst kommen wir nicht zum Bike. Hast du noch mehr von den Rauchgranaten? Ja. Von hier sieht man den ganzen Parkplatz. Pass auf, wo ich hingehe und wirf dann die Granaten vor mich. Alles klar? Klar. Okay, dann mal los. Feuer frei! Der will gar nicht kämpfen. Schnapp ihn dir! Er hat sie getötet! Ich brauch Deckungsfeuer! Hinter ihn, los! Gehen wir! Gib mir Deckung, los! Okay, warte. Ich komme zu dir. Bist du okay? Ob ich okay bin? Was ist los mit dir? Oh, ich weiß nicht. Ich dachte gerade an unser erstes Treffen. Du hast mit meiner Knarre diesen Typen verjagt und gezittert wie Espenlaub. Ja, seitdem hat sich viel verändert. Ja. Na los, verschwinden wir von hier. Was, ist mit dir passiert, Sarah? Was soll das denn heißen? Hey, hör zu, ich verstehe schon. Alles ist anders. Alle von früher sind tot. Aber das erklärt nicht... Erklärt was nicht, Deacon? Warum mich jeder von den Jungs hier die Hexe von Wizard Island nennt? Hör zu, auf den Scheiß gebe ich nicht viel, okay? Mir ist nicht mehr passiert als jedem anderen auf diesem Scheißplaneten auch. Ja, okay. Wie du meinst. Deacon, lass mich nicht hier. Hey, hey, ich bin hier. Ich gehe nirgendwo hin. Hier lang. Okay.
Darf ich Danke sagen? Nein. Okay. Weißt du, ich wollte einfach nur sagen, wie sehr ich das brauchte. Gern geschehen.